soll der sein, Kira? Da ist er. Okay, lass uns mal gucken, ob wir da hochkommen. Da oben steht angeblich noch eine ganze Gruppe. Wie gut, dass Kira diesen Zerstörer da gerade anvisiert. Na, aber wollen wir mal hoffen, dass es jetzt klappt. Ja, da ist noch einer. Okay. Okay, 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 das könnte was werden. Ist Kira nachgespawnt und da bewegen sich noch mehr Hörg. Scheint es ja, ja, da kommt ein dicker, habt ihr dann gesehen. Das klingt so fies, wenn ich das sage. Ach du Scheibenkleister. Da müssen wir jetzt aufpassen. Maurice, are you? Kira. I'll manage. Let's get out of here while we can. Verdammt. Ich hatte es erwischt. Victory is life. Ja, nee, ich bin gerade gefallen, mein Freund. Okay, es kann weitergehen, Leute. So is Rock DeGino, but I don't say it every 5 seconds. Das kann nun wirklich bloß eine Kaffeeabhängige sagen. Okay, der war gut, Kira. Den gebe ich dir. Der hat mich zum Lachen gebracht. Er war gut. So, komm her, du Häuptling, du. Sich ausgehauptet. Sehr gut. Oh, es kann weitergehen. Hallo, Odo. Ich habe gehört, du willst mit mir reden. Du kannst, alles klar. Du springst durch die Gegend. Garrick informs me that a number of unidentified vessels are emerging from hidden bays throughout the station. To make matters worse, the Herc have arrived. They're beginning to assault the station as we speak, and I don't need to tell you how that will end. It's time to leave. Dann lassen Sie uns zurückkehren, aber sowas von. Warp 9. Lass uns hier schnell runterspringen. Also, wo ich gestorben bin, sind natürlich auch meine BOs wieder da, ne? Egal, Hauptsache wir haben das gefixt bekommen. Da stehen, wer? Ah, Herc. Herc stehen hier vor der Tür. Looks like the Herc followed us down here. Na, welch eine Überraschung. Hey, ihr Vorläufer. Victory is life und nicht fressen. Ist Leben. Obwohl, man muss was essen, um zu überleben. Vergessen wir das. Gewisse Meinungsverschiedenheiten zwischen unterschiedlichen Rassen ja mal vorkommen. Ist da schon wieder ein großer Herc-Anführer? Wo ist meine Maus? Es ist ein gottverdammter Herc-Aufseher. Ja, dann kämpfe gegen deinen Meister. Also ich meine jetzt damit Odo und übrigens. Obwohl, das interessiert die Herc ja nicht wirklich. Keep moving. We're almost there. Odo! Odo, look out! Hold your fire. I think it's trying to communicate. You might be right. Listen. Auf der Suche nach Metazell? Ach, wie Jun, du Trottel. Are you insane? Da war der Dukat oder was? Da kam der Dukat aus Kira. Awesome. I'm relieved to see you well. It's fortunate we arrived when we did. A moment later, and that creature would have attacked the Founder.
Sag mal, wieso hast du überhaupt eine Pistole in der Hand gehabt? Danke, dass du sämtlichste Lore über das Dominion mal wieder über den Haufen wirfst. Die Situation war unter Kontrolle, du Schnapsflasche. Odo wasn't in any danger, Weyoun. That Herc was peaceful. It was trying to communicate with us. That's your opinion. Mine is that a founder was in danger of being attacked by a member of an aggressive species. My duty was clear, as is my conscience. We're wasting time here, Captain. The station is on the verge of being overrun by the Herc. If you want to communicate with them some more, you're free to do so, but I recommend we leave immediately. Ja, wir lassen sich hier zurück, du Vollpfosten. Ah! Okay, raus hier, Warp 8. Die Herc wären genauso wahnsinnig wie die Jem Hadar, wenn die kein Cater zu White mehr bekommen. Würde ich jetzt mal schätzen. Die suchen einfach bloß White. Na Jungs, wir lassen euch mal kämpfen. Wir sind da mal. Tschüss. Ja, ich glaube, so würde auch kein Jammer da reagieren, aber mal gucken, kommen wir jetzt hier überhaupt raus? Ja, once we return to the upper levels, we will be able to beam up and leave this place. Are you ready to return? Ja. Aber sowas dann. Raus hier. Lass mich raten. Glad you could join us. As you can see, the situation here has become rather combustible. The Herc I recognize, of course, but our other opponents remain a mystery. Some new type of Dominion attack craft, perhaps? Nicht neu, alt. Es sind die Fakiri. Fakiri? The monsters from stories that keep naughty Klingon children in line? I'm intrigued. Be sure to fill me in once we've managed to get out of the skirmish intact. Okay, machen wir es so. I remember Mr. Worf mentioning the Fakiri once. Nicht nur once, nicht nur once. Beginning to see why. Fakiri Dreadnought. Ach du meine Güte. Ich bin noch nie für Glary Dreadnought, glaube ich, begegnet. Das wird jetzt lustig. Victory is life. Ah ja, by the way. Wie wär's mit einem Angriffsmuster Gamma? Ja. Die haben was drauf. Deswegen habe ich immer gedacht, dass die mit zu den Ikonianern gehören würden. Jetzt wird mir alles klar. Jetzt wird mir klar, warum die Ikonianer so. Ja, wie spreche ich denn gerade Ikonianer aus? Warum die Ikonianer so eine Angst vor dem Dominion hätten. Ja, ja. Und so ein paar uralten Monster sich anlegen, das wollen sogar die, die Ikonianer nicht. Muss ich echt sagen? Kann ich nachvollziehen. Okay. Werden wir ein bisschen aggressiver hier. Ich will den Dreadnought haben, verdammt. Also ich will den jetzt nicht fliegen, ich will den kaputt machen. Das meint jetzt mit Schaden. So. Dann wollen wir uns hier erstmal die. Okay, die sind sowieso wieder immun. Dann bleiben wir doch bei Plan A. Wingman greift den verdammten Fact Larry da an. Probieren wir das und das. Was war das eigentlich? Ich muss das mir nochmal durchgehen. Oh, okay. Reading a massive Herc fleet dropping out of port. Oh! Just as the Fakiri are warping out. Looks like the Fakiri are pursuing the better part of Valor. Can't say I blame them. There's a lot of Herc out there. In der Tat, bitte entschuldigen Sie, ich empfange eine Nachricht. Wo sind die? Da hinten sind sie, gut. Haben wir wirklich ein paar Sekunden Zeit, um uns zu unterhalten. That was a strange revelation. We've learned we weren't the first soldiers of the Founders, but the first that did not fail. And some of their other attempts remain insane and wild, like rabid animals. I have seen what happens to Jem'Hadar without Ketracel White. How far are we from becoming like the Fakiri? How far are we from madness? And who will follow us when we fall from grace? Das wird nicht passieren, geehrter Ältester. Perhaps. There is a saying, it is the hope of all parents that their children will surpass them. As children of the Founders, we can never aspire to be gods. But perhaps someday we can be more than our creators imagined. More than just warriors. Vielleicht so, geehrter Ältester.
The Hercs seem to be distracted. There's something about the station that's holding their attention. We might be able to take advantage of this. Ja, klingt nicht uninteressant. You are wasting time. Are you suggesting we attack? Well, it's true, we have the advantage, for now. I don't think we'll hold it for long once we start blowing them apart. We have what we came for. If the Herc want to gnaw on an asteroid while we make a hasty exit, I believe we should let them enjoy their meal in peace. Du kennst dich ja mit Mittagessen aus, ne, Garak? You are wasting Very well. Time. We'll we deal leave. With the Herc later. For now, let's get back so we can analyze the research data we found here. Whenever you're ready. Na, dann raus hier, Warp 9. Mir geht gerade so durch den Kopf. Serde hat von solch einer Episode geträumt, wo erklärt wird, wie die Jem'Hadar und die Worte entstanden sind. Jetzt weiß es, mein Freund. Jetzt weiß es. Und nicht nur die Worte und die Dings sind uns aufgeklärt worden, sondern auch die Fekleri und die anderen da. The Fekiri. They were our predecessors. Somehow they rebelled against the founders and freed themselves from the White. Though it seems to have driven them mad in the process. Something was happening with that strange Herc as well. It may have been trying to communicate, perhaps it wanted to surrender. We'll never know. The Vorta made sure of that. Typical. One thing is certain. The Founders won't forget the act of defiance from the Alliance here today. You and I both know their retribution can be sudden and severe. Be on guard. Our uneasy peace with the Alliance could collapse all too soon. Das wird aber nicht passieren. Wir haben das Dominion schon mal aufgehalten. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt die Chaosflamme der Fekleri, weil die kann wehtun. Wenn die genauso stark ist wie bei den NPCs, kann ich mir das... Das kann die eigentlich. Erzeugt einen Feuerlauf für 10 Sekunden, 13,2 Feuerschrammen pro Sekunde, 50%ige Schilddurchdringung. Ja, vielleicht was gegen Borg. Interessant. Leute, das war jetzt eine Menge zum Schlucken. Und auch eine Menge an Bugs. Crap. My apologies for the quality of the transmission. Ja, passt schon. Darum kümmern wir uns das nächste Mal. Also, wow. Die Episode hat es in sich. Das finde ich gerade. Ich bin die ganze Zeit noch überlegen mit den Ikonianern. Die gehen mir gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe mich immer gefragt, warum die Ikonianer das Dominion als so eine große Bedrohung ansehen. Natürlich, die Gründer haben die Möglichkeit, Jem'Hadar zu züchten, so viel wie sie wollen. Natürlich haben die Gründer die Möglichkeit, ihre Worte zu kommandieren und zu klonen, okay. Aber letzten Endes habe ich immer gedacht, dass die ikonianische Flotte der Dominion-Flotte technologisch auf jeden Fall überlegen ist. Aber auf jeden Fall flottentechnisch, von der Anzahl her, habe ich immer gedacht, dass die Dominion-Flotte genauso groß ist wie die ikonianische Flotte. Aber jetzt, wo wir wissen, dass die Herc von den Gründern gemacht worden sind, jetzt, wo wir wissen, dass die Fekleri von den Herc, von den Gründern gemacht worden sind. Ja, ich kann mir vorstellen, warum die Ikonianer so eine Angst vor dem Dominion haben. Die haben genau, wenn man sich das wirklich mal überlegt, das habe ich auch damals schon gesagt, als die Episoden rauskamen. Die Ikonianer sind dem Dominion gar nicht so, gar nicht so unähnlich, denn, auch die Ikonianer hatten ihre Dienerrassen, genauso wie das Dominion. Ja, der einzige Unterschied war, dass das Dominion schon immer, so wie es aussieht, eine Allianz war, nicht unbedingt eine Allianz, eine Verbindung, die erobern wollte. Und wir haben ja herausgefunden, dass die Ikonianer am Anfang relativ friedlich waren. Ja, die waren der Föderation nicht ganz unähnlich. Das finde ich gerade unheimlich faszinierend, aber ich finde das... Mir geht auch dieser Handlungsstrang aus der klingonischen Storyline nicht mehr aus dem Kopf. Ja, kann es sein, dass das Dominion eine Invasion schon von langer Hand geplant hat? Und dass wirklich die Ikonianer da den Gründern durch die in die Quere gekommen sind? Dass die Gründer wirklich sich dazu entschlossen haben, die Solids zu unterstützen im Alpha-Quadranten, statt sie zu erobern?
Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt hier fortführen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Schausen.